Hallo und herzlich willkommen zu Part 1 von der Mermaid Challenge, auch Rex Riches Challenge, mit mir, Nessie und Izumi, die hier vor der Toilette ist, da wir auch hier im Part 0 das Ganze beendet haben. Wir haben auch in Part 0, ja, ich weiß, schlau ist es nicht gewesen, haben wir schon 401 Simoleons gesammelt. Und haben auch paar mehr Simoleons im Inventar, das wir natürlich verkaufen. Also, die vielleicht Part 0 nicht gesehen haben, geht einfach und schaut es euch an. Vielleicht erklärt das einiges, was hier abgeht oder wer hier mit uns ist, also Izumi. Dort sind auch alle Regeln erklärt, die ich habe und oder vorhabe. Ich nehme den Part jetzt nach Part 0 auf und dort habe ich vergessen, Die Gold Digger Challenge ist immer noch nicht vorbei. So, also für mich. Das ist so kompliziert, ich hasse es. Also, ich habe die Gold Digger für mich schon beendet. Ah, hier geht's nicht so gut. Oh nein, kannst du Hausaufgaben? Nein. Okay, wir haben 1500 Simoleons. Vielleicht können wir uns irgendwas kaufen. So ein Zelt oder sowas. Das wäre halt richtig hilfreich. Wo kann man so ein Zelt kaufen? Wartet. Outdoor-Leben. Hier, das ist der billigere. Der ist ziemlich teuer. So. Dann nehmen wir den in nicht pink. Wir nehmen den hier in grün. Warum denn nicht? So. Dann können wir auch noch so ein Teil. Eine Kühlbox kaufen. Das wäre schlau. Und ein Feuerstein. Mit einem Stuhl oder irgendwas, was Sinn macht. Ja. Ja. Das macht schon mehr Sinn. Dann am besten noch irgendeine Lampe, die auch Sinn macht. Irgendwie so hier im draußen. Sowas. Ja, perfekt. Das sollte es auch schon gewesen sein von dem, was wir brauchen. Okay, geh einfach schlafen. Zum Glück hat sie morgen nicht Schule. Oder muss nicht zur Schule. Ich habe jetzt den Faden verloren, was ich davor gesagt habe. Verdammt. Ich weiß es nicht. Nehme ich wirklich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich gesagt habe, ihr sollt zu Part 0 gehen. Ja. Einfach schon Part 1 und wir haben schon das. So. In dem Part habe ich vor, ein bisschen von den Sachen hier zu erreichen, zu bekommen, zu... Ich weiß auch nicht. Gibt's hier irgendwie... Oh, Frühling! Frühling, genau, es heißt auch Frühling. So, hier... Nee. Eine Kokosnuss ist hier. Okay, die sind alle noch nicht... Wer bist du? Keine Ahnung. Willst dich nicht zeigen. Sie ist zum Glück schon wach. Oh ja, sie wird von Bienen angegriffen. Super. Wartet, was stand da? Da Izumi keine Blume Guzmania Polenis besitzt, um die Bienen abzulenken, überlegt sie, wie sie... Oh Gott. Überlegt sie, wie sie die Biene mit Logik ausstricken könnte. Vielleicht kann sie ja nur auf Gnade hoffen. Die geflügelten Meute nimmt Izumi. Geh lieber aufs Klo. Oder nein, du hast Hunger. Bleib hier. Getränk nehmen, Schnellmahlzeit. Joghurt. Was? Meute nimmt Izumi ins Visier. Wenn sie doch nur fitter wäre oder Plasma-Fledermäuse Mausköder hätte, um die abzulenken. Doch leider kann sie nur hoffen, dass sich die Fledermäuse nach ein paar Lückchen vom Acker machen. Okay. Super. Hört sich auch richtig toll an, was du da gemacht hast. Izumi, was ich
Okay, wir fangen vielleicht mit dem, was ich plane. Die Regeln kennt ihr schon, aber Plan ist so. Ich habe schon mal aus Langeweile einen provisorisches Häuschen, eine Hütte gebaut, die 10.000 Simoleons wert ist. So wie ich im Part, ich sag die ganze Zeit Part 0, Part 0. So, wie ich es in einem der Parts gesagt, in dem ersten. Egal, lassen wir es. Ich möchte, dass sie erst ein richtiges Haus hat, wenn es 10.000 Simoleons wert ist, und sie darf nur schlicht leben. Das heißt, jetzt, also noch. An diesem Ort darf sie nur schlicht leben. Das heißt, wenn sie irgendwas mit Wäsche machen möchte, dann darf es nicht eine Waschmaschine sein. Es sollten auch nicht zu teure Sachen sein oder einfach nichts, was jetzt dem ähnelt, was sie früher bei ihrer Mom und ihrer Familie hatte. Denn sie war die Einzige, die gesehen hat, wie unnormal ihre Familie eigentlich ist. Was eigentlich da abläuft, war nicht okay. Sie war nicht zufrieden mit dem, was da passiert ist. Und zufrieden, was soll zufrieden heißen? Sie hat als Einzige gemerkt, dass da irgendwas schiefläuft. So, dass ihre Mom so viele Ehemänner hatte und ähnliche Sachen. So, du müsstest auch dann später. Nee, mach erstmal deine Hausaufgaben und dann kannst du angeln gehen. Es tut mir so leid, dass ich höre mich wahrscheinlich an, als würde ich durch die Nase reden. Tue ich auch. Denn ich bin eigentlich krank. Ich weiß auch nicht, warum ich aufnehme. Ich freue mich einfach, mit ein Gameplay anzufangen, das ich schon mal privat spielen wollte. Aber es hat halt irgendwie nie geklappt, weil Gameplays alleine. Also Gameplays. Halt Challenges alleine kann ich nicht. Ich bin eine Person, die sich an sowas nicht hält. Und wenn ich weiß, dass ich halt sowas für jemanden mache, den es vielleicht interessiert, dann bin ich schon mehr motiviert, sowas zu tun, sowas mir irgendwas vorzustellen, irgendwelche Geschichten zu machen. Und ich hoffe, dass es verständlich ist. Ich hoffe auch, dass niemand irgendwie wütend ist, dass ich auf diesem Grundstück das mache, weil ich weiß, es gibt Leute, die meinen, ja, dieser und dieser YouTuber hat dann auch so angefangen wie du, oder du machst jemanden nach und das ist nicht okay von dir. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde, dieser Ort war, also früher war hier ein Haus von Izumi und Yaras Vater. Hier hat Naya ihn verführt, hat ihn erst später aber geheiratet und dann wurde das Haus, sag mal, zerstört. Nicht, also von mir eigentlich, aber storyline-mäßig macht es mehr Sinn, wenn das irgendwelche Leute waren, die gemerkt haben, oh, das Haus ist leer, können wir halt machen, was wir wollen. So. Ich würde sagen, wir gehen mal irgendwo in Sulani hin, wo es vielleicht Sinn macht. Ich zeige euch auch, wo Izumi später auch wohnen wird, wenn sie die 50.000 Simoleons erreicht. Und zwar hier. Wie groß ist diese? Ich glaube, irgendwas mit 50 oder so. Weiß ich nicht mehr. Ich habe keine Strände. Ich habe. Oh nein. Das habe ich blöd gemacht. Ich habe nur. Entschuldigung. Nur ein Restaurant und eine Bar. Und so ein Strand, in Anführungsstrichen. Oh nein. Wir gehen mal zu der Bar. Alleine. So, wir sind schon in der Bar, nicht am Strand. Wir sind die ganze Zeit am Strand. Gibt es hier irgendwelche interessanten Sims außer ihrer Familie? Okay. Und ich dachte mir, vielleicht bestellen wir mal irgendwas hier zu essen. Ich weiß, wir haben gratis Essen zu Hause, aber Sims fühlen sich nach einer Zeit, wenn sie zu oft irgendwas essen, fühlen die sich, also schnelle, also wenn sie zu oft schnelle Mahlzeiten essen, fühlen sie sich echt unwohl. Kann ich auch verstehen, wenn ich nur so Müsli essen würde, dann würde ich mich auch richtig schrecklich, also so komisch fühlen. Dann, was haben wir denn hier alles? Auch Ananaspflanzen, aber
Uiuiuiui, Spiel. Alles gut. Braves Spiel. Nehme ich denn überhaupt auf? Ja. Okay. Das ist auch so mein Problem. Es ist mir mehrmals passiert, dass ich halt Aufnahme starten nicht gedrückt habe oder endpausiert habe. Oh Gott. Und das Spiel ist auch bei mir, also ist auch bei mir normal, dass es buggt. Also, wenn bei euch irgendwas buggt, ist es auch bei mir so meistens. Kann man irgendwas mit dem? Nee, okay, du fühlst dich ganz wohl. Wer bist du? Okay, zum Glück niemand aus deiner Familie. Geh mal hier angeln. Ja, bis dann. So weit. Stopp, stopp, stopp. Kannst du hier Essen bestellen? Ach, Essen. Ach, schade. Nee, okay. Ich dachte, man kann hier irgendwas wie Kokosnuss bestellen. Alter Spiel, es ist schon okay. Kannst du hier zusammen schnorcheln mit... Oh, der Butler ist da! Oh mein Gott, wer? Ihr müsst wissen, dass wer gefühlt die Rolle, oder er hat die Rolle von Izumis Mutter, oder einfach die Rolle eines Elternteils übernommen. Und er ist hier. Wartet, ich zeige ihn euch mal. Ich hoffe. Ja, okay. Ich hoffe, der stirbt nicht bald. Weil, auch wenn ich in der Gold Digger Challenge mit Via nicht wirklich was gemacht habe, ich habe mich nicht so wirklich um ihn konzentriert. Er war halt für Izumi und Yara immer da. Er hat sich um die gekümmert. Natürlich auch paar, manchmal ihre Mom, aber halt unterschiedlich. Und man kann es auch sogar hier sehen, dass Izumi besser mit Wer ist als mit Naya. Ach so, was ich komplett vergessen habe, Part 0 zu sagen. Izumi hat, wie ich es gesagt habe, auch ihren Nachnamen geändert, damit ihre Familie sie nicht so leicht findet. Weil es gibt sehr viele Mitglieder oder Familienmitglieder, genau, Mitglieder der Familie Good, aber trotzdem, wenn sie schon den Nachnamen haben, dann ist es easy peasy. Deswegen heißt sie Izumi C. Ja, sie hat auf die Schnelle sich ausgedacht, okay, ich wohne am Meer, ich will eine Meerjungfrau sein und ich heiße einfach Meer auf Englisch. Ist logisch, meiner Meinung nach. Und passt auch irgendwie zu ihr, finde ich. Irgendwann wird sie wahrscheinlich eh, also hoffentlich heiraten, weil ihr Limit sind 4 Kinder, aber sie muss ja keine Kinder haben. Beziehungsweise sie muss nicht heiraten, so rum. Weil Kinder mit Izumi wären schon, das wäre schon cool. So, du musst morgen zur Schule, aber dir geht's echt gut. Nicht, dass ich, oh, nicht, dass es so dann ist, dass. Ja, 228 Simoleons sind auch eine richtig gute Leistung. Nicht sterben. Es ist Guys Night. Gentlemen Sims können an der Bar reduzierte Getränke schlürfen. Ja, also nichts für uns. Kannst du allgemein schnorcheln? So. Ja, okay. Fitness ist wieder aus irgendeinem Grund runtergegangen. Verstehe ich nicht. Noch gibt's, also in der Welt habe ich noch keine Sims aus der Galerie geholt, die vielleicht gut wären zu daten. Meistens sind mir aber auch Sims aus der Galerie nicht so wichtig. Und es wäre halt cooler, wenn ich selber welche machen würde oder wenn wir irgendwelche aus der Welt umändern würden. Aber das Problem ist, Izumi will gute Noten haben und deswegen wird sie nicht wirklich viel mit anderen Sims in der Schule zu tun haben. Okay, anscheinend hast du keine Lust mehr. Wir gehen dann einfach nach Hause. Ich will nicht, dass sie auch in der Schule aus Versehen auf ihre Geschwister trifft und dort auf einmal so ist, ja, also dass Yara kommt oder jemand allgemein und sagen so, ja, wo bist du? Warum bist du nicht zu Hause? Wie konntest du von zu Hause abhauen? Und das möchte ich nicht, dass es passiert. Es ist der nächste Morgen und Izumi stinkt, ist hungrig und was hatte sie noch? Ich glaube, soziale Kontakte fehlen ihr ein bisschen. Ja, also in der Schule kann sie sich ja duschen, das geht ja auch und ja, ein bisschen da zu reden kann man ja auch machen. Du kannst grillen?
Würstchen, kostet das irgendwas? Anscheinend ja nicht. Was gar keinen Sinn macht. Geh dann nochmal angeln. Und was wir gucken können, ist Rechnung Info. Insgesamt nur 248. Okay, Wasser hat sie plus 1. Kann sie speichern? Wäre schlauer. Steuer, was? Steuervergünstigung und plus Strafen. Okay. Und unbezahlte Rechnung, alles klar. Okay. Von Strom, warum sind wir mit Strom im Minusbereich? Alles klar, das verstehe ich nicht ganz, aber okay. Kriegst du davon? Ja, der kriegt. Hä? Hast du keine. Okay, es ist hier. Es ist hier. Ich dachte, sie hat einfach ihr Würstchen irgendwie verloren. So, Angeln sieht schon mal gut aus. Kriegen wir auch Geld? Oh, was hast du da? Ah, einen Teil für Sanitäranlagen. Oder Anlage. Ja. Ist nicht so schlecht. So, in einer Stunde musst du los. Ja, in der Schule wird es dir schon besser gehen. Zwar wird dein Spaß dann runtergehen, aber ist nicht so schlimm. Oh, zum Glück isst sie dieses Würstchen. Weil was ich noch unbedingt wissen möchte, ist, wenn wir durch die Welten so umswitchen, ob ich ihr Geld nehmen soll aus der Kasse. Denn im Endeffekt ist es ja so, sie wohnt ja auf der Insel. Auf. Wer bist du? Lukas. Ah, der ist ein Erwachsener, alles klar. Als ob wir schon Rechnung haben. Ihr wollt mich wohl veräppeln? Alles klar. Klassenvortrag. Isomi muss einen Vortrag vor der gesamten Klasse halten. Sie hat ein paar tolle Ideen, wie sie ihre Präsentation aufpeppen kann. Aber wenn sie dann etwas an. Auch wenn sie dann etwas anders ist, als der Lehrer sie es verlangt hat, soll sie aus sicher. Was? Sie aus sicher herausgehen und ihre Präsentation aufregend gestalten oder einfach tun, was ihr Lehrer verlangt hat. Alles geben. Leistungsverbesserung mittelgroß. Das ist super. Das ist perfekt. So, zurück zum Thema. Sie wohnt ja auf einer Insel und es macht ja Sinn, wenn sie hier irgendwie mit dem Boot auf die anderen Stellen da hinschwimmt und hinkommt. Aber es muss ja erstens kosten. Also es muss ja irgendwie kosten, so ein Boot zu benutzen. Da es ja nicht mal ihr Boot ist. Dann, was es auch sein muss, ist, dass sie. Mach mal Hausaufgaben. Kannst du Hausaufgaben machen? Ja. Okay, und dann machst du auch ein Projekt, aber du stinkst. Wie machen wir das? Kann sie. Hier hinschwimmen, herumschwimmen? Nee, ne? Schade. Ich glaube nicht, dass sie hier irgendwie Dings kann. Wie heißt das? Doch, ich weiß, wo sie sich. Oh, hier ist ein Ding. Oh, genau. Ich liebe meine Wortwahl. Das müsst ihr. Die, die mich nicht kennen, ihr müsst wissen, meine Wortwahl ist sehr gering. Und oft weiß ich gar nicht, wie Sachen heißen. Beziehungsweise ich vergesse die komplett. Die sind komplett aus meinem Wortschatz raus. Und ich hasse es. Ich hasse es, weil dann bin ich so. Ja, das ist so ein Ding. Und dann ist es so ein Ding. Und dann habe ich so ein Ding. Dann fühle ich mich dumm. So, eine Ananas kann sie sich holen. Ist so eine Ananas wertvoll? Ich habe wieder den Faden verloren. Ach so, ja. Das hier müsste auch ja kosten, es überhaupt auszuleihen, weil das gehört ja nicht ihr. Und dann, wenn sie jetzt zum Beispiel in die genau, in die Stadt. Wenn sie in die Stadt möchte, dann muss sie ja doch auch irgendwas bezahlen, oder? So. Oh, hier kann sie auch noch was ernten. Dann machen wir es andersherum. So, erstmal hier und dann hier. Da muss sie ja auch irgendwie so ein Flugzeug bezahlen. Nicht vielleicht ein Flugzeug, irgendwie ein Zug oder keine Ahnung was. Und das muss ja auch irgendwie kosten. Also, soll ich ihr dann immer so um 10, 20 Simoleons nehmen, wenn sie irgendwo reist? Weil das würde Sinn machen, oder? Frösche anlocken und spielen würde Sinn machen auch. Also, da müsst ihr mir einfach mal eure Meinung sagen oder geben oder
Was steht da? Umweltverschmutzer? Oha, du freche Sau. Hier, mit Misse. Nett bitten zu gehen, wäre schlauer. Ich sag schon mal im Voraus, so wichtig sind mir jetzt die Gartensachen, also so Gärtnerei, nicht wichtig. Da ich es lieber hätte, wenn sie wirklich das meiste Geld von den Muscheln und Schätzen holen würde. Darum müssen wir uns auch wieder kümmern. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Weil ich verkaufe alles, aber ich weiß gar nicht, was wir. Begonnene Sammlung 4. Okay, ja, Fisch ist ja auch nicht so wichtig. Okay, von Schätzen haben wir schon mal 3, von Muscheln haben wir schon mal 4. Wir müssen auch mal an anderen Stellen Muscheln suchen. Oh, sie kann Gartenarbeit mögen. Ja, da habe ich gar kein Problem mit. Da bin ich sogar glücklich drüber. Aber sie musste Kokosnuss essen. Und die Kokosnuss möchte nicht. Das macht keinen Sinn, dass die Kokosnuss nicht möchte. Denn es ist die Kokosnuss. Jetzt habe ich Bock auf Raffaello. Oder den Kokoskuchen. Oh, meine Mutter. Meine Mom hat so ein Rezept für. Also unten ist so ein Kaffeeteig. Man schmeckt kaum Kaffee heraus, aber es ist halt so. Es ist halt Kaffee da drinne. Dann so eine Creme Paradiescreme da drauf. Also so eine anders gemachte. Und dann darauf Kokosnuss Raspeln, wie auch immer. Die davor auf der Pfanne angebraten wurden und mit Zucker gemischt wurden. Oh mein Gott, das ist so lecker. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich liebe es. So, Toilette benutzen bitte. Kannst du hier noch irgendwas essen? Du kannst beides aufräumen eigentlich hier. Das mache ich schon mal für dich. Und dann musst du wieder schlafen gehen. Aber du. Oh, ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Oh, und du hast keine Kommunikation. Das ist so schlimm. Ich hasse es. Hast du eigentlich jetzt ein Level bekommen? Nee. Ich hoffe, dass deine Fitnessfähigkeit hochsteigt. Wie lange haben wir eigentlich mit dir als Teenagerin? Noch 19 Tage. Okay, dann kriegen wir es, glaube ich, easy hin mit dem Angeln, oder? Oder? Weil es ist ja schon so eine Challenge, hier irgendwas mit ihr bei Charakterwerten zu kriegen. Und alles drum und dran ist auch irgendwie. Okay, sie hat ihre Hobbys. Ah, dazu können wir auch noch. Sie liebt Fitness und Gartenarbeit und sie hasst Singen. Oder hat eine Abneigung. Und sie mag Pink und Violett nicht, da es mit ihrer Schwester zu tun hat. Das hat mit ihrer Schwester zu tun. Denn deren altes Kinderzimmer war komplett pink-lila. Bisschen weiß auch, aber es waren hauptsächlich diese Farben. Und sie hat halt da nicht so tolle Erinnerungen. Oh, wir haben die Haus. Oh nein, wir haben ein Projekt vergessen. Verdammt. Aber ich glaube, während. Warum? Stimmt, das macht auch Sinn, wenn du im Inkognito-Outfit in die Schule gehst. Da erkennt dich ja niemand. Aber da musst du wahrscheinlich die Mütze und Brille aussehen. Egal. An dieser Stelle möchte ich den Part einfach mal beenden. Ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr auch für längere Zeit hier bleibt. Ihr könnt mich ruhig privat anschreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Oder in die Kommentare schreiben, wo es auch alle anderen lesen können und vielleicht weitere Tipps geben könnten. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr es euch anschaut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei der Mermaid Challenge mit mir, Nessie und Izumi. Bis dahin und tschüss.